So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 1. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und die aktuelle Situation an den Märkten einschätzen, besonders nach dem gestrigen Ritt, der doch turbulenter wurde, als das erwartet werden durfte. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir hatten gestern früh im Morning Meeting nicht wirklich eine Äußerung oder eine Idee bzw. ein Szenario, ein volatiles Szenario skizziert, ausgehend von dem Auftritt von Jay Powell vor dem US-Kongress. In der Form, also man durfte, also man konnte es schon erwarten, das war ein angesetztes Event. Also das heißt, das war durchaus stand auf der Agenda, aber nichtsdestotrotz, nach den Äußerungen besonders am in dem Fall Montagabend, im Hinblick eben auf die Omikron-Variante und den eher dovischen Unterton, der da angeschlagen wurde, aus Jay Powell, der sich dort diesbezüglich schon geäußert hatte, war jetzt nicht wirklich davon auszugehen, dass da in irgendeiner Form ein derart wirklich hawkisches Statement über den Ticker läuft. Und von, also man muss auch erkennen, jetzt wenn man sich die Situation am Markt anschaut, natürlich DAX beispielsweise, aber auch den S&P, nach der initialen Volatilität hat sich das jetzt nicht weiter fortgeschrieben, dieser Abgabedruck. Ganz im Gegenteil, wir sind jetzt sogar auf höhere Niveaus vorgestoßen, als wir gestern zu Beginn eben dieser Äußerung von Paul hier notierten. Aber es war erstaunlich hawkisch eben tatsächlich. Vielleicht war das auch wiederum nur so eine Art Nebelkerze, die da gezündet wird seitens der Fed, weil man, wie wir es gestern schon sagten, eigentlich gar keine Option hat, hier geldpolitisch sich restriktiver, also jetzt vielleicht restriktiver positionieren kann im Vergleich beispielsweise zur EZB, die hat überhaupt gar keine Chance, in irgendeiner Form die geldpolitischen Daumenschrauben in Anführungsstrichen anzusetzen oder anzuziehen an dieser Stelle. Aber ja, nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall mal so, dass wir hier in dieser Konstellation aktuell ja, seitens der Fed eigentlich in einem Dilemma stecken. Auf dieses Dilemma wollen wir eingehen. Die Rhetorik überrascht vor dem Hintergrund ja dieser Panikmache, die stattfindet hinsichtlich der Omikron-Variante. Auf welche Gründe auch immer dazu beitragen. Also wir wollen das auf jeden Fall einordnen, wir wollen da einen Blick drauf werfen. Ich bin etwas ja, verärgert, möchte ich fast schon sagen, im Hinblick nämlich auf einen Trade, den ich gestern im DAX abgesetzt hatte, nach einer Rückeroberung der 15.100er-Mark oder Halten dieses Levels und dann in dem Fall dem EMA50. Ich will das ganz kurz zeigen. Ich hatte wirklich eigentlich den optimalen Einstieg in den Trade gewählt. Ich hatte die 15.095, hatte ich im Buy-Limit gelegt gehabt. Im Tief wurden wir, glaube ich, gehandelt bei 15.093 oder dergleichen. Und nachdem sich der Trade dann begann, super gut zu entwickeln, hatte ich überlegt, einen Swing draus zu machen mit Ziel 15.450, 15.500. Auf der Oberseite vielleicht sogar noch einen Kern zu halten, Stichwort Jahresendrally, vielleicht ist da sogar noch ein bisschen mehr Potenzial. Ich bin dann ausgeflasht worden. Also da ich den Trade mit zwischenzeitlich schon mit 5R im Profit gesehen habe, habe ich den Stop eben dann auf Break-Even nachgezogen, auf den initialen Flush den Stop nachgezogen. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Naja, und dann bin ich ausgestoppt worden, um jetzt zu sehen, dass wir wieder in Richtung und auch höher auf höhere Niveaus eben vorstoßen. Das ist ziemlich ärgerlich, weil ich mir schon die Frage stelle, musste das jetzt sein? Also ja, es musste wahrscheinlich sein. Ich bin in dem Zusammenhang nicht wirklich relevant, aber nichtsdestotrotz ärgerlich ist das alle Male. Wir blicken auf die Salesforce Earnings natürlich von gestern Abend. Ganz interessant, eher solide und dennoch Abgabedruck, den wir zu sehen bekommen haben, im Gesamtkontext vielleicht aktuell. Auch der Tech-Bereich wird interessant sein. Grundsätzlich Gold werden wir einen Blick drauf werfen durch die aktuelle Volatilität im Zins. Also wir haben auf jeden Fall die Agenda, wie immer gepackt, voll. Werden aber, bevor wir ganz offiziell starten, erstmal einen Blick auf den Risikohinweis werfen. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin getradet werden und mit dem Risiko einhergehen, ausgehend von der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil entscheide man, nachdem man sich eine Demo heruntergeladen hat und dann den Handel getestet hat, ob dieser Handel sich für einen eignet. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, ist der Weg zum Live-Konto über markets.com/de natürlich schnell gemacht. Gerne für weitere Informationen, nicht nur hinsichtlich der Risiken, sondern auch der kompletten Produktpalette, die Markets anbietet, bei Elena beispielsweise nachfragen per E-Mail. Habt ihr Fragen rund zum Markt, stellt die gerne jetzt hier gleich im Livestream beziehungsweise unterhalb des Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut. Nutzt gerne die Möglichkeit, mich über Twitter zu kontaktieren, per E-Mail oder auch über meine Webseite zu gehen, jk-trading.com/forum. Da habt ihr die Möglichkeit, mit der Trading-Chatbox euch nicht nur mit mir, sondern auch mit Trading-Begeisterten auszutauschen, Discord-Community darüber hinausgehend. Also ich stehe euch da gerne mit Rat und Tat zur Seite, sofern ihr Fragen zu entsprechenden Märkten, die wir auch jetzt im Morning-Meeting hier nicht abdecken, eben haben solltet. Hier ist einmal die MarketsX Handelsplattform. Da seht ihr schon den DAX, der auf neue Tageshochs ausbricht. Ich räume einmal ganz kurz hier im Hintergrund ein bisschen auf. So, und schau mal ganz kurz, ob alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal sehr fein aus. Oh, ich sollte vielleicht noch mal ganz kurz Guten Morgen Traders schreiben. Guten Morgen Traders. So,
Für alle die bei YouTube zuschauen, hier noch einmal der Link zu Twitch. Da ist es weiterhin so, dass das eine Ausweichmöglichkeit darstellt, sofern es zu technischen Schwierigkeiten hier bei YouTube in irgendeiner Form kommt. Die sind in der Vergangenheit immer mal wieder aufgetreten. Und ja, also sollten sie nochmal auftreten, dann wie gesagt, auf Twitch wird auf jeden Fall alles, bis dato jedenfalls, ordnungsgemäß gestreamt, so wie sich das gehört. Und wie starten wir am besten? Ja, wir starten am besten einfach mal mit der technischen Betrachtung. Nachbetrachtung zu dem Trade von gestern, der mich dazu veranlasst hat. Ich hatte einige Ausführungen diesbezüglich im Morning Meeting ja schon gemacht, beziehungsweise ich hatte das gestern früh, ganz, ganz früh tatsächlich sogar geschrieben gehabt. Stichwort Omikron-Variante und in dem Zusammenhang irgendwie, dass das alles einen seltsamen Eindruck macht, besonders vor dem Hintergrund der Äußerungen jetzt von dem Moderna CEO Barnsell, der da eben sagte, dass wir in dem Zusammenhang eine weniger, ja, eine niedrigere Effektivität oder Efficacy einfach haben, Impfwirkung, dass der Wirkstoff dort gegen diese Omikron-Variante irgendwie nicht so stark wirken soll, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist dahingehend überraschend, weil es nämlich noch am Wochenende hieß, dass sich das über 2 Wochen mindestens ziehen wird, bis man dort erste Daten eben tatsächlich hat. Na klar, hat man eine Tendenz dann vielleicht in dem Zusammenhang, aber nichtsdestotrotz ermutete das einfach ein bisschen seltsam an den Gesamtkontext. Man hat überhaupt gar keine Informationen. Jay Powell sagte am Montagabend dann in die Richtung, äußerte sich, dass es hieß, naja, das ist ein Risiko für die US-Wirtschaft an dieser Stelle. Und hatte allerdings auch hier im Grunde genommen eigentlich überhaupt keine Ahnung, wovon er sprach, denn woher will er wissen, dass das ein Risiko für die US-Wirtschaft darstellt, wenn man doch gar nicht weiß, wie heftig diese Omikron-Variante eben durchschlägt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise welche Gefahr von dieser ausgeht, von dieser Mutante dort. Und jetzt hat sich der Barnsell, der CEO von Moderna, nochmal gestern Abend, ich habe das allerdings dann nur noch peripher mit betrachtet, weil das jetzt dann in Richtung auch, ja, fast schon so ein bisschen ein reines Marketing-Hit vielleicht, beziehungsweise er versucht dann sein Produkt irgendwie auf den nochmal zu positionieren, beziehungsweise Regierung vielleicht dann auch die entsprechenden Politiker, die dort die Verträge schließen und weitere Impfstofflieferungen abnehmen und dergleichen, in eine bestimmte Richtung zu bewegen, so möchte man es mal fast nennen. Er kam dann schon von wegen, dass man dort nicht nur eine Auffrischung, sondern eine Boosterimpfung bräuchte mit dem Impfstoff und dergleichen. Das will man von einem CEO, von einem Impfstoffhersteller erwarten, dass der jetzt erzählt, dass gegen diese Omikron-Variante ein Shot für die nächsten 20 Jahre hilft. Wahrscheinlich nicht. Er will sein Produkt an den Mann bringen, in Anführungsstrichen. Hört sich sehr plump an, aber man kann irgendwie bei der gesamten Berichterstattung, die jetzt stattfindet, schon teilweise nur noch mit dem Kopf schütteln. Aber unabhängig davon, wie man dort jetzt zu steht und wie man das jetzt einschätzt, persönlich auch, welche Meinung man dazu hat und dergleichen, die Meinung ist unabhängig davon, was für Auswirkungen das auf dem Markt hat. Man kann aber ausgehend hiervon ein Bias auf jeden Fall entwickeln. Und ich hatte dann gestern früh, also das war jetzt die Zusammenfassung, gestern früh hat schon gesagt, ein Flushout und Übertreibung auf der Unterseite würde ich eher kaufen, weil ich davon ausgehe, dass eben das diverse Nebelkerzen sind. Ich würde jetzt nicht pauschal rein longen, in Anführungsstrichen, außer in eine Übertreibung ähnlich jener, die wir zum Beispiel am Freitag letzte Woche schon zu sehen bekommen haben. Da sind wir ja sehr, sehr stark überdehnt auf der Unterseite gewesen, hatten uns hier gleich vom Opening weg, so, da war es, hatten wir so einen richtigen Flashout dort noch zum Skater Open zu sehen bekommen. Ich hatte gesagt, 2,75 hätte ich gerne gekauft. Die sind dann gehandelt worden bei etwa 2,95, 20 Punkte höher. Ich habe den Fill nicht bekommen, dann gab es einen Bounce. Wir sind dann in den Abend ja nochmal sehr stark unter Druck geraten. Aber ein ähnliches Szenario hatte ich eben gestern hier auch skizziert gehabt. Das ist dann nicht aufgetreten. Weil dieser Abgabedruck, dieser Flashout hier, der hat sich schon vorbörslich, also schon vor 8 herauskristallisiert gehabt. Und dann möchte ich eben sehen, dass wir den EMA zurückerobern an der Stelle. Also das ist der Vorteil dann wirklich auf Richtung Long Switch, dass wir nicht nur eine sehr starke Überdehnung auf der Unterseite haben und so ein Weglaufen in Anführungsstrichen dann von der ATR an der Stelle, so ähnlich wie ich das auch bei sogenannten Mean Reversion Plays im Equities-Bereich, also im Aktienbereich mache, sondern dann möchte ich wirklich sehen, dass der Vorteil von Short auf Long switcht, was ich dadurch erkenne, dass wir eben den EMA zurückerobern. Und das hat sich dann gezogen. Also wir hatten gestern einen relativ unspektakulären Start in den europäischen Handel. Wir nahmen nicht weiter bärisches Momentum auf. Wir konsolidierten oberhalb von 15.000 Punkten. Und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wenn wir den EMA zurückerobern, dann wäre ich longer an der Stelle. Und das war dann hier der Fall. Also ich habe dann gegen 13 Uhr, das ist eigentlich ein nicht ganz so attraktives Umfeld, aber auch im Hinblick auf die US-Märkte, auf die aktuell positive Korrelation, die der DAX einfach zu den US-Märkten hat, da habe ich gesagt, naja, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle den EMA zurückerobern, ist das erstmal ein Switch in Richtung Long. Und wenn dann zusätzlich durch die US-Märkte vielleicht bullisches Momentum aufkommt, wir hatten in dem Zusammenhang ja gestern auch schon skizziert gehabt, 4,650, 4,660 im S&P ungefähr, ausgehend von der Rückeroberung, dass das
weiter bullisches Momentum befeuert. Der DAX ist sehr, sehr weit auf der Unterseite gelaufen. Underperformance, vielleicht auch begünstigt durch das, durch den einerseits eben ziemlich fragwürdigen politischen Kurs, so nennen wir ihn mal, der europaweit eingeschlagen wird, auch deutschlandweit hier an dieser Stelle. Und in diesem Zusammenhang, der nichts Anführungsstrichen Gutes verheißt, ja, also gesellschaftlich, aber auch eventuell auch in politischer Perspektive längerfristig betrachtet, dass eine andere Performance nach sich gezogen hat, aber es wird potenziell übertüncht, in Anführungsstrichen. Das ist zu erwarten durch eben einen sehr, sehr expansiven geldpolitischen Kurs seitens der EZB. Bedeutet etwas anders formuliert, wir haben dann potenziell ein sehr scharfes Bounce-Potenzial, welches sich eventuell nochmal beschleunigen könnte, wenn wir dann entsprechend eben auch eine deutliche Aufhellung des Bildes, sagen wir mal, im S&P zu sehen bekommen. Also das in Kombination hat eben dann dazu geführt, dass ich sage, okay, Rückeroberung des EMA 50, jetzt gucken wir mal, ob der gehalten werden kann. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe das Ganze wirklich in den Mikrokosmos übertragen und dachte mir, nachdem wir vor allem hier diesen deutlicheren Push zu sehen bekommen haben, also das habe ich noch nicht long gehandelt, habe ich mir halt gedacht, naja, wenn wir jetzt nochmal einen Rücksetzer sehen gegen die 15.1, die halten können und dann, das korrespondierte dann auch hier entsprechend mit diesem kleinen Swing High, was ich hier rauskristallisiert hatte, dann möchte ich gegen diesen Bereich mich long positionieren und würde den Stop auch an der Stelle nicht unterhalb dieses relativen Tiefs hier setzen bei 15.000, sondern ich würde den Stop setzen, relativ knapp eigentlich, unterhalb des E 50, weil ich da nicht sehen wollen würde, dass wir nochmal deutlich drunter fallen. In dem Moment, das ist ja mein Trend- oder Vorteilsidentifikator für den Tag, dann würde ich einfach sagen, war das offensichtlich eine Fehlrückeroberung. Hatte hier also ein kleines Risiko, habe einen Beilimit draufgelegt, habe initial erstmal auf die 15.099 und dachte mir, kannst du eigentlich nochmal 5 bis 10 Punkte vielleicht sogar runternehmen, habe mich dann darauf geeinigt, für mich selbst den auf 15.95 zu legen. 30 Punkte Stop habe ich gehabt bei 15.065. Und habe dann hier den Fill bekommen, also in dieser 5-Minuten-Kerze, und man kann es ja gleich sehen. Also im Tief sind wir hier gehandelt worden bei 15.092, roundabout. Das war, glaube ich, das Tief. Ich bin maximal 3 Punkte im negativen Territorium gewesen. Und dann zogen wir an. Dann habe ich den ersten Punkt gehabt, den ich habe rausnehmen sehen wollen. Das war der Bereich 15.140, 15.150. Der wurde dann tatsächlich sogar vor den US-Märkten rausgenommen. Und da war ich im sogenannten Driver's Seat. Also habe ich einfach das Momentum auf meiner Seite gehabt, habe den Stop auf Break-Even getrailed, beziehungsweise hier dann auf diesem Bereich oder unterhalb dieser Tiefs, also das ist der Bereich ja Break-Even, weil ich ja den optimalen Einstieg erwischt hatte und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich sehen, erstmal, wie sich der Markt weiterentwickelt im Laufe der US-Märkte. Vielleicht kippen wir nochmal, ja, dann wäre natürlich das ungünstig, dann würden wir unter den EMA droppen müssen, allerdings, damit sich der Vorteil eintrübt und dergleichen. Und habe dann hier als übergeordnetes Ziel, also das war eigentlich ein Trade, den ich im Mikrokosmos eben eingegangen bin, aber in dem Wissen, dass wir nach unten potenziell vielleicht fertig sind und jetzt eine sehr scharfe Gegenbewegung anstehen könnte, durch dann auch begünstigte Saison oder die Saisonalität, die das begünstigt, beziehungsweise Jahresendrally und so weiter. Und habe dann in dem Zusammenhang gesagt, naja, erstes Ziel eigentlich ist so der Bereich hier, Roundabout, Abwärtstrendlinie, 14.450, 15.500 ungefähr. Das wäre so ein erster Bereich. Da müsste man sehen, ob wir den vielleicht zurückerobern. Das wäre so ein erster Bereich gewesen, da hätte ich 50% der Ursprungsposition rausgenommen und hätte dann den Rest einfach stehen lassen, beziehungsweise entsprechend gemanagt. Und hätte dann auch, wäre auch willens gewesen, tatsächlich einen Swing draus zu machen. Also das war schon die Grundintention des Trades an dieser Stelle. Ich war gestern sogar kurzzeitig, nachdem wir dann diesen Lauf hier zu sehen bekommen haben, war ich sogar kurzzeitig so weit optimistisch, dass ich mir dachte, wir haben zu dem Zeitpunkt noch ein halbes Prozent im Minus notiert für den DAX. Wenn wir jetzt in grüne Gefilde, in Anführungsstrichen, vorstoßen, dann würden wir tatsächlich schon in diese Kurszielregion 15.450, 15.500 für den Tag vorstoßen. Der Schlusskurs am Montag, der lag hier im Bereich so um 3,40, 3,50. Das war so ein Mindestbereich, wie gesagt. Und dann habe ich mir halt durchaus ein Szenario skizziert, wo ich mir dachte, das sah auch grundsätzlich von der Dynamik her. Und dann auch von einem Wissen allerdings wiederum, dass das Marktumfeld in den Abend hinein nochmal ausdünnt im Hinblick auf den DAX. Ich habe durchaus dieses Szenario schon für gestern auf dem Schirm gehabt. Ja, und dann kam Jay Powell. Dann kam Jay Powell mit seinen Äußerungen. Wir werden gleich auf die einzelnen Aussagen eingehen. Und ich dachte mir schon in dem Moment, muss das jetzt sein? Also ich habe das schon in diesem Zeitpunkt, also nicht nur, dass ich irritiert war, ausgehend von dem, was er schon am Vorabend gesagt hatte, was dem konträr entgegenstand. Stellte sich aber so ein bisschen die Frage, weil, und das ist das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Also wir sehen Vorstoßen über diese Hochs von gestern. Das ist das Ausgangsniveau, 16, 16:30 ungefähr, als er mit Janet Yellen vor dem US-Kongress saß. Er hat eigentlich nichts gesagt. Also das wurde dann relativ klar offenbar. Es wurde kurzzeitig recht stark volatil. Also hier im DAX, man kann es erkennen, wir sind von roundabout 15,82 im Tief gehandelt worden, nochmal bis 15,45.
15,50 ungefähr. Das ist eine Korrekturbewegung von 250 Punkten. Also das sieht relativ wenig aus, aber das ist wirklich ein ziemlich heftig volatiles Umfeld gewesen. Parallel dazu S&P 500 ebenfalls starker Abgabedruck hier ab 16 Uhr, man kann es erkennen, von 4,640 ungefähr, knapp unterhalb dieses Schlüssellevels, das ich ja im Morning Meeting thematisiert hatte. Da sind wir sogar unter 4.600 Punkte verkauft worden in einem Zug, also ein richtiger Flashout. Da ist richtig Volatilität reingekommen. Wir haben es auch hier im Nasdaq gesehen, von der 16 roundabout 400er Region innerhalb weniger Minuten 250 Punkte verkauft worden, kurzzeitig Richtung Gefilde 16.100 Punkte. Aber als man dann hat den Staub sich so ein bisschen legen sehen oder die Situation ein bisschen beruhigen sehen, da wurde offenbar, eigentlich hat er nichts gesagt. Also eigentlich hat er nichts gesagt, was nicht in irgendeiner Form hier wie soll ich das nennen? Es rechtfertigt, dass wir solche Abschläge zu sehen bekommen. Also was er gesagt hat, ich habe das mal hier vorbereitet. Also das ist natürlich eine spaßhafte Bezeichnung oder für den US-Dollar gewesen, der gestern ja kurzzeitig stark unter Druck lag. Guck mal, ganz kurz drauf hier. Wir hatten das halt zum Thema gemacht gehabt. Hatten hier den Run zum Thema gemacht gehabt über die 1.13er Marke. Ich hatte dann einen Pull-in gegen die 1.1330 als möglichen Long-Trigger zum Thema gemacht. Das sind die Hochs gewesen, die wir hier am Freitag kurzzeitig ausgebildet hatten. Und ja, den Pull-in haben wir zu sehen bekommen, aber nicht nur den, sondern wir sind den aggressiv überlaufen und wir sind tatsächlich sogar im Tief. Hier kann man das erkennen. Im Tief sind wir gestern gehandelt worden bis rund 1,1250. Also das heißt, wir sind fast bis in den Bereich dieser Tiefs wieder abverkauft worden, um die 1,12er Region. Und der US-Dollar, der konnte halt seine über den Tag, das über den Tag verlorene Territorium, konnte er innerhalb weniger Minuten eben hier zurückerobern. Also das war so ein Wiederauferstehungsmodus. Ja, und was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Herr Powell saß vorm Kongress und sagte, es ist time to retire the word transitory regarding inflation. Also, wir erinnern uns dran, das war ja alles transitory, kurzzeitig anziehende Inflation. Also, komischerweise haben nur die Politiker oder beziehungsweise auch Geldpolitiker sich davon überrascht gezeigt. Jedem Menschen mit gesundem Menschenverstand war klar, ist klar, dass die Inflation, die wir aktuell zu sehen bekommen, der Inflationsdruck eher noch weiter zunehmen wird und nicht vorübergehend ist, sondern gekommen ist, um zu bleiben, einfach gesprochen. Einfach ausgehend vom Umstand, du gibst immer mehr Liquidität ins System und du verknappst die Güter, die zur Verfügung stehen, durch eben entsprechende Unterbrechung der Lieferketten beispielsweise, durch Lockdowns und so weiter. Also das ist gesunder Menschenverstand. Dafür brauchst du keine akademische Ausbildung, dafür brauchst du keinen Doktortitel, dafür brauchst du keinen Nobelpreis. Dafür brauchst du einfach nur, dafür brauchst du einfach nur in Anführungsstrichen Fronterfahrung. Also jeder Händler wird wissen, desto mehr Geld gegeben ist und desto weniger Güter, desto höher die Preise, die veranschlagt werden. Und umgekehrt, desto weniger Geld vorhanden ist, das ist dann Deflation, desto weniger Geld verfügbar ist und desto, oder anders formuliert, desto mehr Geld verfügbar ist und desto mehr Güter, logischerweise, das Angebot immer größer wird an Gütern, desto mehr werden die Preise eben einen Rücksetzer sehen. Ganz einfaches Umfeld einfach. Und jetzt ja, jetzt haben wir eben in dem Zusammenhang die Äußerung von Herrn Powell gesehen, dass es in dem Zusammenhang vielleicht notwendig wäre, einfach zu sagen, er ist doch nicht so vorübergehend. Nochmal, es überrascht komischerweise irgendwie nur die Herrschaften von der FED offensichtlich, aber die leben in ihrem Elfenbeinturm, genau wie wir, also Politiker. Nun gut. Und jetzt in dem Zusammenhang, wir haben dann noch weitere Äußerungen gesehen, also dieser ansteigende Inflations Ausblick. Ja. Der ist erstmal per se durchaus ja etwas, das hat sich ja auch im Markt schon wiedergespiegelt. Also es kommt nicht überraschend, wie gesagt, das ist jetzt in der Rhetorik seitens der FED ist das entsprechend relevant. Aber was viel imposanter war, waren dann hier in diesem Zusammenhang die weiteren darauf aufbauenden Ausführungen. Und die hatten es tatsächlich in sich. Da stand nämlich dann plötzlich, oder da sagte Powell, Threat of persistently higher inflation has grown. Okay, also der subsequent höhere Inflation, die Wahrscheinlichkeit hierfür ist gestiegen. Und dann sagte er, we are ready to use tools to stop entrenched higher inflation. Er hat nicht spezifiziert, und das ist genau der Punkt. Daran wurde dann klar, wenn man genauer hingeschaut hat, er hat eigentlich nicht gesagt, wie genau jetzt dieser Inflationsdruck bekämpft werden soll, wie der eingefangen werden soll. Er spezifizierte das dann im Folgenden, was dann den Abgabedruck nochmal deutlicher beschleunigte kurzzeitig. Aber es war im Endeffekt eigentlich nur so ein
Sprech, wo ich mal sagen würde, der diente vor allem dem Umstand, die anwesenden Politiker vom US-Kongress eben zu besänftigen. Das war ja durchaus auch schon ein Thema innerhalb der Biden-Administration. Also die wird ja damit gelöchert. Auch die Sprecherin des Weißen Hauses beispielsweise, da kommen diverse Journalisten, die halt in diesem Zusammenhang nachbohren und sagen, was plant ihr zu tun? Also der Inflationsdruck steigt immer weiter. Die Leute haben keinen substanziellen Lohnwachstum, also kein substanzielles Lohnwachstum, was sie sehen. Aber die Preise für beispielsweise Güter des täglichen Lebens steigen immer weiter. Was tut ihr dagegen? Das ist, das ist ein sozialer Sprengstoff, der dadurch gegeben ist, logischerweise. Besonders vor dem Hintergrund auch der darüber hinausgehenden Repressalien, die Regierungen verabschieden. Beispielsweise eben das Verordnen von irgendwelchen Impfpflichten, die dort, also Mandatory Vaccination in den USA, das hat ja durchaus ziemlich teilweise aggressive Züge schon dort angenommen, wo ja dann auch die entsprechenden einzelnen Bundesstaaten beziehungsweise die Gerichte diese Pflicht, die dort durchgedrückt werden soll seitens der Biden Administration, eben erstmal unterdrücken und sagen, das geht zu weit. Also besonders eben Unternehmen ab einer bestimmten Unternehmensgröße zum Beispiel vorzuschreiben, dass die Mitarbeiter geimpft werden sollen. Mal schauen, wie sich das hierzulande darstellt. Aber zurückkommt eben auf diese Überlegung, man kann das, oder beziehungsweise im Hinblick auf die Inflation und dann auch entsprechend nicht die Anpassung der Löhne, man kann ja auch dann dort schon erkennen, dass viele einfach sagen, ich lasse mich hier so gar nichts zwingen, dann lasse ich es eben gut sein, dann gehe ich nicht mehr arbeiten, dann lasse ich es. Ja, dann kündige ich an der Stelle, dann muss ich eben einen anderen Job finden oder dergleichen. Was natürlich dann wiederum dazu führt, das befeuert die Inflation, denn zeitgleich hast du einfach in bestimmten Bereichen, die Güter produzieren, des täglichen Lebens produzieren sollen. Also neben jetzt mal den Umständen von wegen Impfpflicht im Pflegebereich zum Beispiel, dass Leute dort dann sagen, ich lasse mich nicht impfen und demnach dann Pflegekräfte beispielsweise fehlen. Das gilt auch in anderen Bereichen, wo einfach Güter des täglichen Lebens produziert werden und wo wir dann einfach eine Entwicklung zu sehen bekommen, dann sind weniger noch weniger Güter verfügbar, immer mehr Liquidität, die seitens der Fed ins System gegeben wird, was den Inflationsdruck weiter befeuert. Also wir sind in einem wirklichen Dilemma an der Stelle gefangen. Und jetzt haben wir einfach den Druck, der sich auf die politische Klasse beginnt, eben mehr und mehr zu zeigen, besonders in den USA. Und dann sitzt dann eben der Fed-Chairman und versucht dann eben besänftigend sich zu präsentieren und sagt dann, ja, wir haben das durchaus wahrgenommen und wir sind bereit, entsprechende Tools zu nutzen. Das ging so weit, ich habe das jetzt hier mal vorbereitet, das hatte ich nicht geretweetet gehabt, aber Paul, der hat hier in diesem Zusammenhang etwas gesagt, was dann wirklich eine scharfe Beschleunigung, in dem Fall in Equities, auf der Unterseite befeuerte, beziehungsweise, ich mal ganz kurz hier auf 10-jährige Zinsen, was hier, gestern ganz besonders diesen scharfen Spike nach sich zog. Also das sind 10-jährige US-Zinsen auf 5-Minuten-Basis, wie ich jetzt ja habe. Wir sind gestern im Tief, wir hatten das ja schon im Morning-Meeting zum Thema gemacht gehabt, sind wir bis in Richtung gefühlte 1,42% ungefähr gelaufen, nur um dann innerhalb kürzester Zeit auf diese Kommentare 8 Basispunkte hier nach oben zu spritzen. Und diese scharfe Aufwärtsbewegung, also das ist eine Riesenbewegung, ausgehend von der Breite und der Tiefe des Bondmarktes in den USA, das ist einer der liquidesten Futures, die es gibt an der Stelle, also der US-Schuldenmarkt. Ja, so könnte man das jetzt sehr trivial zusammenfassen. Und dieser Spike hier auf der Oberseite, der wurde befeuert, diese anziehende Zinsanhebungsfantasie, die wieder befeuert worden ist, die ja gestern eigentlich begann, sich deutlich unterdrückt zu zeigen. Wir erinnern uns an die Ausführungen von Paul wiederum am Montagabend, wo es hieß, naja, wir wissen ja nicht, Omikron und so weiter. Jetzt haben wir dann plötzlich die Formulierung von Powell vom US-Kongress, dann sagt er, we'll discuss. Also es ist noch nicht entschieden. Also wir müssen ja erstmal nur diskutieren, aber nichtsdestotrotz, we will discuss possibility of faster conclusion of bond buying program. Also man sagt hier seitens Powell, man ist bereit, innerhalb des Fed-Boards zu diskutieren, die Anleiheaufkäufe, die ja ab jetzt diesem Monat um 15 Milliarden pro Monat bis Ende, Entschuldigung, Mitte Juni nächsten Jahres auf null reduziert werden sollen. Aktuell laufend auf 120 Milliarden pro Monat. Was mein Willens ist, hier aggressiver vorzugehen und diese Anleiheaufkäufe eben tatsächlich schneller zu reduzieren. Übrigens ist das zwischen den Zeilen ein ganz klarer ein Beleg dafür, dass man sich seitens der Fed offensichtlich darüber im Klaren ist, dass diese Anleiheaufkäufe die Inflation befeuern, ne? Also das sollte man berücksichtigen an dieser Stelle. Und wenn das der Fed-Chairman so offenbart, dann sollte das auch klar sein, dass das potenziell den Inflationsdruck auch in anderen Ländern rund um den Globus, zum Beispiel in der Eurozone an der Stelle eben befeuert, wenn man dort massiv Liquidität ins
System gibt. Auch das ist übrigens etwas gesunder Menschenverstand, der dafür notwendig ist, aber was ja immer gerne von diversen Politikern und Notenbankern kleingeredet wird, dass man dort nicht entsprechend diese inflationsbefeuernden Effekte eben auf den Weg bringt. Ja? Also hierzulande kommt die Inflation durch die Ungeimpften, möchte man was sagen, zustande. Ja? Das ist ja so der allgemein gewählte Sprech, den man jetzt nutzt, wo man auch nur noch mit dem Kopf schüttelt. Aber gut, Ketzerei an dem Stelle ist jetzt fehl am Platze. Also nochmal, Paul verweist also darauf, dass man willens ist, die Anleiheaufkäufe schneller als erwartet zu reduzieren. Und das ist natürlich etwas, besonders wenn diese Rallye im Equities-Bereich durch die Liquidität eben befeuert ist oder beziehungsweise, dass auch die Stärke an dieser oder die jüngste Korrekturbewegung hier, aber jetzt hauptsächlich dann wieder die aufkommende US-Dollar-Stärke, die das befeuert durch den anziehenden Zins, das ist natürlich etwas, das es im übertragenen Sinne Sand ins Getriebe geben. Und man möchte fast sagen, also ich will es nicht überbewerten, aber also kurzzeitig war die Reaktion vorhanden. Was man jetzt offenbar erkennt, das ist hier erkennbar, ja, mit neu markierten Hochs, der Rückeroberung der 15.300er-Marke im DAX, er hat ja nichts Konkretes gesagt. Das ist man realisiert mehr und mehr, ja, das ist eigentlich ein Besänftigen gewesen, das war aber nicht ein konkretes Thematisieren, das war erstmal nur, wir diskutieren es und man ist sich seitens der Fed ja auch durchaus darüber im Klaren, dass dieser Tightening-Prozess nicht zu aggressiv gefahren werden kann, wenn man sich die Rallye der jüngeren Vergangenheit anschaut. Also in gewisser Form habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gesehen, an die Entwicklung, die wir im vierten Quartal 2018 zu sehen bekommen haben, als es hier zu diesen massiven Abschlägen kam. Da ging es nämlich plötzlich um die Fed Balance Sheet Reduction. Also das heißt, die Rückführung der nicht der Anleiheaufkäufe, die waren damals schon deutlich auf Null zurückgefahren und den Zinsanhebungszyklus, sondern jetzt die Reduktion der aufgeblähten Fed-Bilanz. Und dann sagte Paul auf dem damaligen Fed-Meeting hier im Dezember, sprach er plötzlich von, das läuft auf Autopilot. Also das heißt, im Endeffekt, da gibt es gar keine Intervention mehr seitens der FED-Offiziellen oder Anpassungen, sondern man reduziert diese Anleiheaufkäufe einfach, koste es, was es wolle. Und das hat dann dazu geführt, dass der Markt hier plötzlich richtig aufgeschreckt wurde, denn das hieß im übertragenen Sinne, die FED nimmt ihren Put weg. Also der FED-Put, den kann man sich wie folgt vorstellen, sobald es turbulenter wird am Aktienmarkt, in den USA ganz besonders, kommt die FED, steht Gewehr bei Fuß und sorgt dafür, dass ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, um entstehende Volatilität in den Griff zu bekommen oder abzudämpfen, Liquidität in den Markt zu geben, die Abschläge im Aktienmarkt eben abfedert. Und genau diese Sorge kam kurzzeitig auf. Das dauerte bis kurz nach Weihnachten. Und dann hat hier besonders dann in diesem Zeitfenster am 4. Januar, damals war es 2019, hatte Fed Chairman Powell dann gesagt, ja, alles Kommando zurück, natürlich nicht. Also wir sind weiter da, wir stellen euch Liquidität zur Verfügung und das hat sich dann relativ zügig auch in neuen Allzeithochs wiedergespiegelt und wir haben dann auch eine entsprechende massive Ausdehnung nochmal der FED-Bilanz zu sehen bekommen, ab September wiederum des gleichen Jahres 2019, nachdem ich offenbar wurde, dass wir ohne die FED-Liquidität einen im übertragenen Sinne Kollaps des US-Kreditmarktes hier sehen und der Repo-Märkte und dergleichen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das war damals schon in 2018 hier ein Aufschreckmoment. Und jetzt hat man in dieser Konstellation das wahrscheinlich nicht vergessen, besonders in der derzeit sowieso recht aufgeheizten Situation, auch nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, die sich auch in den USA darstellt. Und dann ist es eben in dieser Konstellation jetzt dann natürlich etwas, daran ändern sich die Marktteilnehmer potenziell und sagen dann, also so wirklich hat die Fed eigentlich nicht die Möglichkeit, hier irgendwie aktiv zu werden. Und das sorgt eben jetzt dafür, so interpretiere ich jedenfalls die Price Action im europäischen Bereich, dass wir eben von diesen gestrigen initialen Abschlägen uns zunächst recht zügig erholen können. Was jetzt die Frage der Fragen ist, also im Hinblick auf den DAX ist die Situation relativ schnell zusammengefasst. Wir haben jetzt hier die neue Tageshoch markiert, wir haben dann oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Heute früh war der Vorteil noch zunächst, ich will es mal ganz kurz hier zeigen, Short, das habe ich auch hier angefangen, hatte gesagt, solange wir oder wenn wir unter 15.2 fallen würden, dann wäre ein erneuter Test der 15.000er Region denkbar, habe das dann aber gleich auch dahingehend angepasst, dass ich auch Ziele oberhalb von 15.300 Punkten an der Stelle zum Thema gemacht habe, weil das auch eine Option darstellte, wenn wir nämlich keinen weiteren Abgabedruck sehen. Und das ist das, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen. Wir sind jetzt hier nicht nur oberhalb von 15.2, sondern haben eben auch Tageshochs rausgenommen, sind über 15.3 gelaufen und dann kann man sehen, dass sich jetzt hier auch aus der Perspektive eigentlich das Bild für mich nur bedingt eingetrübt hat. Ehrlich gesagt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich sehe eher Potenzial noch weiter auf der Oberseite bis 15.450, 15.500 ungefähr.
Und das gilt nochmal, solange wir oberhalb eben des EMA 50 eben an der Stelle eben traden intraday. Vielleicht gibt es nochmal einen kurzen Pull-in, vielleicht testen wir nochmal diesen Bereich um die gestrigen Tageshochs, verlaufen so um 2,80, 2,70. Vielleicht kommt es nochmal zu einem Retest des EMAs an der Stelle. Sollte das stattfinden, wäre das potenziell ein Kandidat, sich long zu positionieren. Und ich habe das natürlich auf dem Schirm. Ich hätte lieber natürlich die Position von gestern hier gehalten. Ja, ich wäre auch willens gewesen, hier aggressiv mit dem Stop zu verfahren, auf Break-Even vielleicht zu stehen oder dergleichen. Ich hatte dann allerdings in diese emotionale, aufheizende Situation gestern kurzzeitig entschieden zu sagen, auf diesen Flush-Out ziehe ich den Stop hier unter die 15.135 nach. Das vielleicht nochmal final zu dem Trade. Wir hatten dann auch schon einen Bounce gesehen hier von 100 Punkten. Also das sieht nicht viel aus, aber das sind 100 Punkte Gegenbewegung gewesen. Ich hatte den Stop unter dieses Niveau gezogen. Und ich hatte gesagt, jetzt ist natürlich die Sache die, wenn wir diese Tiefs nochmal rausnehmen, dann will ich nicht mehr long sein, weil das dann für den Tag auch das Bild deutlich eintrübt. Die Wahrscheinlichkeit extrem steigt, dass der Trade Break-Even rausgeht. Und so habe ich wenigstens noch einen R auf den Trade verdienen können. Von meinem initialen Risiko 95 hatte ich den Stop auf der 65, 30 Punkte. Hatte dann hier eben auf der 35 den Stop, also 40 Punkte habe ich zumindest auf den Trade noch verdienen können. Wie gesagt, bedauerlicherweise haben wir dann eben den Flush-Out gesehen, aber der wäre auch Break-Even rausgegangen. Insofern war das dann wenigstens noch eine halbwegs Entscheidung, die okay war oder beziehungsweise Verlauf, der okay war. So möchte ich das mal vielleicht formulieren an der Stelle. So, also auf jeden Fall, wie gesagt, unabhängig jetzt von dem Trade. Ich gehe davon aus, dass wir weiteres Aufschlagspotenzial haben, denn grundsätzlich hat sich durch die Äußerung von Powell nichts geändert. Die Fed hat auch gar keine Möglichkeit. Also fassen wir das nochmal kurz zusammen. Wir haben einerseits diese Omikron-Variante, die Unsicherheit, die das suggeriert, und andererseits eine Fed, die angeblich jetzt sich dazu aufrafft, in irgendeiner Form ihre Anleiheaufkäufe schneller zu reduzieren, beziehungsweise Inflationsdruck entgegenzutreten. Stellen wir uns mal vor, wir skizzieren erst ein Szenario, wo Omikron die Welt in den Abgrund stürzt, ja, und wir haben ähnliche Zustände wie beispielsweise im März 2020 durch diese jetzt grassierende Mutante, die interessanterweise nur in den Medien oder in den Köpfen unserer Politiker zu grassieren scheint, wenn man sich den Ort, wo sie aufgetreten ist, erstmalig, ja, in Südafrika anschaut, dann wird man an den Fallzahlen dort erkennen, irgendwie scheint Omikron dort keinerlei Auswirkungen gehabt zu haben. Ähnliches möchte man fast ein bisschen flapsig und ketzerisch formulieren, hatten wir auch im Hinblick auf Delta und beispielsweise Indien, aber irgendwie musst du den Panikmodus ja aufrechterhalten. Sei es drum, also auf jeden Fall haben wir einerseits diese dramatischen Entwicklungen, die wir dort skizzieren, die die Medien eben aufrechterhalten, die Politik nutzt, um eben ihre totalitären Machtstrukturen weiter zu festigen, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind. Und andererseits sehen wir eben in diesem Zusammenhang eine Fed, die jetzt plant, in dieses unsichere Umfeld, von dem noch am Montagabend die Rede war, geldpolitisch sich restriktiver zu präsentieren. Ich denke nicht. Also ich denke eher, dass wir von der Fed weiter geldpolitischen Stimulus und Unterstützung erwarten sollten. Und das eben, wie gesagt, sorgt eben dafür, das scheint sich auch im Markt jetzt zu etablieren, das eben dazu führt dann, dass ich ein weiter bullisches Bild skizziere. Und wie gesagt, willens wäre bei einem Rücksetzer, zurückkommt auf den Trade jetzt hier an dieser Stelle, gegen den EMA 270, 280 vielleicht verlaufend, entsprechend mich long zu positionieren. Stop bei der ganzen Angelegenheit wäre wieder knapp unterhalb wahrscheinlich. Einfach deswegen, weil ich sage, wenn wir jetzt wieder droppen unterhalb, dann möchte ich jedenfalls kurzfristig nicht mehr wirklich long sein. Und ja, also das ist das Bild, was ich für den DAX skizziere. Zeitgleich in dem Zusammenhang möchte ich natürlich im S&P sehen, dann, dass wir diesen Bereich hier um diese pinkfarbene Linie zwischen 4,650, 4,660 eben zurückerobern, möglichst auf Schlusskursbasis. Das würde dann in der zweiten Wochenhälfte und dann somit auch für den Beginn des Monats Dezember bullisches Potenzial freisetzen. Wirklich eintrüben würde sich das Bild hier eigentlich erst, sobald wir unter diese Tiefs hier, diese Übertreibungstiefs von gestern rutschen würden. Das wäre dann so im Bereich 4,560 roundabout. Wenn wir unter dieses Level fallen und unterhalb schließen, dann wäre das eine deutlichere Eintrübung, die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass wir nochmal in Richtung der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung, in dem Fall hier im S&P setzen, bis in die Gefilde 4,5, vielleicht ein bisschen tiefer. Aber grundsätzlich denke ich, dass der Vorteil weiterhin ganz klar auf der Long-Seite ist. Also man sollte vorsichtig sein bei Short-Engagements an dieser Stelle und eher diesen Äußerungen von Jay Powell gestern mit gesunder Skepsis entgegentreten, weil, wie gesagt, der Gesamtkontext, das passt einfach nicht. Ja? Also alles, was da jetzt gerade kommuniziert wird, das macht kein rundes Bild, das gibt kein rundes Bild. Und wir sollten an der Stelle nicht erwarten, dass die Fed sich in irgendeiner Form restriktiver präsentiert. Eher ganz im Gegenteil, wir sollten eher erwarten, dass die weiter Gewehr bei Fuß steht und dass sie vielleicht jetzt auch
hier gerne die Möglichkeit nutzt, vielleicht an dieser Stelle diese Panik, die da seitens der Politik im Hinblick auf Omikron und so weiter, auf die Heftigkeit, auf die Gefährlichkeit und dergleichen eben gerne sieht, denn es sorgt für Unsicherheit, die sie in die komfortable Situation bringt, in Anführungsstrichen, weiter geldpolitisch liefern zu können. Und gestern vielleicht auch dieser kurze Schockmoment, das war ja nicht dramatisch, wir haben maximal 2% im Minus notiert, aber zeigt ja eigentlich dann auch, dass die Fed benötigt wird und genauso wird sie auch argumentieren und sagen, ja Leute, wir können eigentlich gar nicht anders. Ja. Ihr könnt euch auch uns verlassen, wir sind da, wir liefern Liquidität und ausgehend hiervon sind die Vorgaben eben dann maximal, wenn überhaupt jetzt noch kurzfristig bearish, aber sobald wir 4,650, 4,660 den Bereich zurückerobert haben im S&P, sind wir von der Long-Seite eben weiter. Ja, sollten wir das Bild betrachten. Gold hat natürlich, genau auch wie Silber, darauf überhaupt nicht gut reagiert. Also es war nicht dramatisch. Ich halte aktuell ja keine Position mehr in Gold. Ich hatte den Trade ja gegeben, als wir hier den Drop zurück unter das Ausbruchniveau gesehen haben. Das waren die Inflationszahlen hier vom 10. November, erinnert euch dran. Und ich hatte dann gesagt, ich möchte jetzt auch nicht mehr long sein, unterhalb eben dann in dem Fall der Ausbruchregion, weil sich einfach dadurch auch dann durch den Bruch auch der Trendlinie, die sich ja herauskristallisiert hat, kurzfristig das Bild von bullisch, dynamisch bullisch auf maximal bullisch bis eher neutral und wir sind jetzt in den neutralen Modus übergegangen, eben präsentiert. Und so stellt sich auch die Situation hier weiter dar. Also sah kurzfristig danach aus, als wenn wir uns von dieser Trendlinie hier, dieser blaufarbenen, ich nehme mal die hier raus, dann haben wir nur eine blaufarbene, nach oben abstoßen. Aber die Rückeroberung hier, ganz besonders der Region dort, guck mal ganz kurz, ja, was ist eigentlich hier dieser Bereich? Die Rückeroberung. Moment, ich ziehe mal ganz kurz die Linie ein bisschen zusammen. So. So, da ist jetzt die Linie. So, also dieser Region hier. So. Also hier, eben der 1000, besonders der 1800er Marke, nachhaltige Rückeroberung. Die ist natürlich gestern hier dramatisch zum Erliegen gekommen. Aber verzeih, ich bin jetzt verrutscht im Tag hier. Die ist natürlich dramatisch zum Erliegen gekommen, dieser Versuch, die 1800 zurückzuerobern, durch diese Äußerung, den Spike höher in den Zinsen. Solche Äußerungen, kurzfristig jedenfalls, sorgen dafür, dass die Realverzinsung natürlich hier einen Spike auf der Oberseite sieht. Wir können das uns mal ganz kurz anschauen. Fed Real Yield, damit wir mal eine Einschätzung haben. Weil man würde nämlich jetzt erstmal im ersten Moment würde man noch argumentieren, dass man sagt, naja, also eigentlich, wenn der sagt, Inflationssorgen ne ziehen dem zu, Gold ist doch ein klassischer Inflationshedge, dann müsste doch eigentlich Gold darauf bullisch reagieren. Das wäre, wenn Gold wirklich ein klassischer Inflationshedge wäre. Ist es aber nicht, wie wir ja mittlerweile wissen. Es ist ein Hedge gegen eine negative Realverzinsung. Und wir haben es dann hier gesehen. Also jetzt der 22.11. beziehungsweise auch dann gestern zum Beispiel, wir stabilisieren uns zwar im Bereich oberhalb von minus einem Prozent, aber nichtsdestotrotz sorgt das eben aktuell dafür, dass diese Spikes in den Zinsen auf der Oberseite, die dann mit einem stabil bleibenden Inflationsniveau korrespondieren, für eine kurzfristig jedenfalls weniger negative Realverzinsung sorgen. Und das ist dann eben der Hauptgrund für solche Flashout-Momente, die wir denn hier zu sehen bekommen haben, in der Größenordnung von $40. Also das waren Abschläge von mehr, 2,5% ungefähr, die wir in Gold hier im Papier, Goldpreis zu sehen bekommen haben. Wir können uns jetzt ein bisschen gegen diesen Bereich stabilisieren. Nichtsdestotrotz, Schlüsselbereich meiner Einschätzung nach ist eine Rückeroberung wirklich der 1800er Marke auf Schlusskursbasis. Möglichst noch eine Rückeroberung hier der 1810. Das ist der Bereich jetzt um die Hochs von letzter Woche am Freitag, als diese Unsicherheit in den Markt kam, dieser Drop in den Zinsen sich herauskristallisiert hatte. Aber alles in allem, das Bild für Gold, jedenfalls kurzfristig, ist nicht sonderlich positiv tatsächlich. Also nicht mehr sonderlich positiv. Es ist auch nicht stark bearish, aber es ist zumindest mal so, dass ich hier aktuell jedenfalls ein bisschen Vorsicht walten lassen würde. Ich bin weiterhin in den Jahresschluss hinein bullisch durch die Saisonalität. Ich bin auch weiterhin guter Dinge, dass eine realistische Chance besteht, dass es über kurz oder lang zu einem Rücklauf in Richtung 1900 US-Dollar pro Finance kommt. Aber das erfordert wirklich eine weiter anziehende Inflation und dann wirklich die Fed, die mit dem Rücken zur Wand steht, in Anführungsstrichen, und zeigt, ja, das ist eigentlich nur Spruch gewesen, den man vor Politikern so macht, im Hinblick eben auf aggressivere Anleihaufkäufe, was wiederum natürlich auch den Bias so ein bisschen befeuert. Ne? Wir müssen uns jetzt vor Augen führen, wir haben in den Wochenschluss hinein wichtige Arbeitsmarktzahlen aus den USA, US Non-Farm Payroll stehen an, 14:30 Uhr.
Wir haben dann nochmal am, ich guck mal ganz kurz, damit ich das Datum hier richtig habe, am 15. Also das heißt heute in 2 Wochen eine FED-Sitzung. Und wir haben natürlich jetzt eine klare Erwartungshaltung. Wir wollen jetzt seitens der, oder der Markt will jetzt seitens der FED auch sehen, dass diesen Worten Taten folgen. Also das heißt, wenn Herr Powell hier den Spruch macht, wir diskutieren die Möglichkeit eines schnelleren Anleiheaufkaufprogramms, einer Rückführung dieser, nicht 15 Milliarden, sondern eventuell 25, 30 Milliarden und sind dann schon im ersten Quartal in Anführungsstrichen 2022 mit unseren Anleiheaufkäufen auf Null zurückgefahren und haben dann die Möglichkeit, entsprechende Zinsanhebungen auf den Weg zu bringen. Die gestern übrigens auch hier, FedWatchTool, eben deutlich erneut angezogen sind an dieser Stelle. Übrigens, 14. Dezember. Habe ich gerade 15. gesagt? Das ist überraschend. Warum ist denn das am Dienstag? Ist da nur die Pressekonferenz? Da müsste ich jetzt nochmal schauen. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Also normalerweise sollte hier eigentlich. Ne, ich glaube, das ist am 15. Also das ist die Entscheidung, die, hier, 2. 2. November, mal kurz gucken, ist auch ein Dienstag gewesen, 21. September. 21. September, war auch ein Dienstag, nee, das war Mittwoch, okay, also das ist dann mit einem Tag vorher, das ist dann entsprechend, okay, das ist also ist immer Dienstag, Mittwoch und in dem Fall ist es eben so, dass Mittwoch dennoch die Zinsentscheidung hier stattfindet. Aber unabhängig davon, also wir haben jetzt eine klare Maßgabe einfach. Der Markt, der wird jetzt erwarten, dass da irgendwas Konkretes thematisiert wird im Hinblick auf diese Rückführung der Anleiheaufkäufe schneller als erwartet. Wenn das nicht kommt, ist das genau ein bullischer Treiber, der dann eben tatsächlich in den Jahresschluss hinein auch beispielsweise bullische Performance in Gold nach sich zieht. Das heißt nicht, dass wir nicht zwischenzeitlich nochmal uns deutlich volatiler präsentieren, vielleicht auch nochmal deutlicher in Richtung vielleicht der 1750er-Region abkippen, Risk-off in den Markt kommen, beziehungsweise Spike in Zinsen auftreten oder sonst dergleichen. Aber die Erwartungshaltung ist jetzt klar. Also wir wissen, jeglicher enttäuschende US-Datensatz in dem Fall, also das heißt Arbeitsmarkt, der niedriger als erwartet reinkommt, Inflation, die einen Pick-up sieht, beziehungsweise dann in diesem Kontext anziehende Inflation wäre natürlich dahingehend jetzt problematisch, weil man nämlich dann sagen würde, das erhöht die Wahrscheinlichkeit eher. Also Inline-Print mit der Inflation eher leicht unterhalb der Erwartung würde den Druck hier seitens der Fed minimieren und ganz besonders, wenn die Fed eben dann am 15. Dezember gar nicht liefert in dieser Hinsicht auf das, was Powell jetzt im übertragenen Sinne angekündigt hat, also mal zwischen den Zeilen angedeutet hat, dass solche Diskussionen stattfinden. All das ist dann entsprechend das bullische Fuel, also der bullische Treiber entsprechend eben hier für einen deutlichen Push zurück über die 1800er-Marke. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Sind wir noch geduldig? Wie gesagt, aktuell die charttechnische Konstellation hier in Gold, alles andere eben tatsächlich als attraktiv, beziehungsweise nach diesem Überrollen und Bruch, Fall zurück unter die 1800, begünstigt wahrscheinlich durch den anstehenden Verfall im letzten Monat, also November Optionsverfall an der Stelle im CME-Kontrakt hier für den entsprechenden Verfallsmonat oder Verfallstermin. Also einfach, ja, wie gesagt, wir sind einfach an der Stelle geduldig, wir warten auf unseren Spot und der wird sich mit Sicherheit früher oder später zeigen. Allerspätestens mit einer Rückeroberung Tagesschluss oberhalb von 1810 US-Dollar. So, blicken wir einmal auf Salesforce. Eigentlich charttechnisch eine sehr, sehr interessante Konstellation, die sich hier herausstellt. Wir haben ja schon bereits ein Abstoßen von dieser Trendlinie zu sehen bekommen. Gestern dann durch die schwachen Vorgaben, das war wie gesagt breiter Markt. Begünstigend hier haben wir nochmal einen Retest dieser Tiefs gesehen. Jetzt ist allerdings durch die Earnings, die veröffentlicht worden sind, kein Abstoßen, sondern ganz im Gegenteil eine sehr schwache Reaktion die Folge gewesen. Überrascht dahingehend, weil die Zahlen eigentlich solide waren. Ich will das hier mal ganz kurz zeigen. Das waren die Salesforce CRM, ist das Kürzel. Earnings von gestern, Gewinn pro Aktie 1,27 gegen 0,92 erwartet, also deutlich oberhalb der Erwartung, Gewinn pro Aktie. Umsatz 6,86 Milliarden gegen 6,8 Milliarden, auch besser als erwartet. Full Year Adjusted EPS, also das heißt hier die Gewinn pro Aktie Erwartung für das komplette Jahr. Wohlgemerkt natürlich, wir haben jetzt ja schon Daten für das Jahr 2021 gesehen. Also insofern ist es so, dass das jetzt im Grunde genommen übertragenen Sinne gleich ist mit dem Quartalsausblick dann für den Gewinn pro Aktie. Liegt aber auch deutlich oberhalb der Erwartung. 4,68 Dollar, 4,69 gegen 4,36, 4,38. Erwartest du eigentlich auf diesen Datensatz erwartest du eigentlich eine bullische Reaktion. Und ja, CRM hat genau das Gegenteil getan. CRM ist richtig ausverkauft worden nachbörslich, 10% unter Druck. Ich mache mal kurz übrigens Folgendes, kurz einen Augenblick.
Ich hole mal eben den Pre-Market-Screener hier drauf. Dann haben wir nämlich auch eine Möglichkeit, schon mal jetzt so ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie viel Volumen da gehandelt wird. Tatsächlich aktuell 40.000 Stücke. Sieht nicht so viel aus, aber wir müssen das immer in Relation setzen zu dem, was normalerweise läuft. Also, ja, Merck sieht, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, Merck sieht aktuelle Aufschläge potenziell. Ich habe mir jetzt noch nicht die Details angeschaut, also meist gehandeltes Volumen hier für die Aktie, weil die jetzt ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für deren Covid-Pille wohl sehen sollen. Also das wäre durchaus hier, oder ist ein potenzieller Treiber. Moderna parallel dazu, minus 3%. Hier, CureVac ebenfalls, Novavax ebenfalls. Leicht unter Druck, minus 2,2%. Also klassischen Impfstoffhersteller wieder unter Druck. Auch Pfizer sieht hier ein bisschen Abgabedruck, aber durch die breitere Aufstellung, in Anführungsstrichen, durch eben deren Covid-Pille nicht ganz so stark, würde ich jetzt mal behaupten. Aber unser Fokus, also Impfstoffhersteller auch heute im Fokus, aber auf die gehen wir jetzt nicht detailliert ein, sondern wir gucken uns Salesforce an und sehen eben hier aktuell minus 6,4% in der Vorbörse, 18 Dollar bzw. 40.000 Stücke, die bereits umgegangen sind. Interessanterweise, das ist eigentlich wieder so ein Paradebeispiel dafür, warum ich immer auf Moderna eingehe, warum ich immer sage, schaut euch Moderna an, das ist einfach tradingtechnisch attraktiver jetzt im Impfstoffbereich. Also es gibt diverse Titel, die sind interessant, ja, Novavax in dem Fall, CureVac, BioNTech, Pfizer, also das ist das so, das Who is Who. Aber mein Fokus würde in dem Zusammenhang immer gerne auf einen Growth-Titel liegen, also auf einem High-Beta-Stock an der Stelle. Da sind alle potenzielle Kandidaten, Moderna aber noch am ehesten, weil eben auch das höchste Volumen pro Tag geht. Und wir sehen jetzt bereits, also wir haben eigentlich keine News über den Ticker laufen sehen, anders als jetzt bei Salesforce mit den Earnings, und trotzdem werden eben mehr Stücke gehen da eben tatsächlich um in einem schwereren Titel. Also wir haben hier eine Aktie von 340 US-Dollar gegen eine von 260, 270. Ich würde es erstmal gefühlt sagen, ja, der eine Titel ist einfach schwerer, deswegen gehen da weniger Stücke um. Und das ist eben hier im Falle von Moderna nicht gegeben. Also das bedeutet an der Stelle eben, oder ist mit einer der Indikatoren, warum das eben durchaus hier interessant ist, an dieser Stelle diese Aktie zum Trading eben heranzuziehen. Salesforce, wie gesagt, 40.000 Stücke, kommen wir zurück zu nehmen. Im Schnitt gehen da 5 Millionen Stücke um. Das heißt also jetzt bereits 3 Stunden bevor die Vorbörse offiziell beginnt mit dem institutionellen Handel, haben wir schon 1% potenziell heißer Kandidat für heute. Was wie gesagt brisant ist, ist, dass wir, wenn wir uns dieses übergeordnete Bild hier mal anschauen, dass wir einfach durch diesen Earnings Report. Und wir gucken uns jetzt diesen am Chart hier deswegen an, weil wir da die Vorbörse mit drin haben. Ja? Also deswegen schauen wir uns nicht den Markets Chart an. Da haben wir den reinen Kassahandel, also den reinen Spot Wall Street Handel an dieser Stelle, wo diese Kursentwicklung sich noch nicht widerspiegelt. Und ja, also wir sehen ganz klarer Break dieser Trendlinie hier auf der Unterseite. Potenzielle Inflection wahrscheinlich um 266. Um dieses Niveau handeln wir auch aktuell. Und ja, nunmehr ist so ein bisschen die Frage, wieso reagieren wir derart, beziehungsweise ist ein klares Signal. Also wir reden auf gute Earnings, schwachen Reaktionen. Das ist durchaus ein Grund, eben für den Tag eher die Short-Seite zu favorisieren. Ich gehe mal davon aus, ich gucke mal ganz kurz, CNBC Earnings. Ich könnte mir vorstellen, ja, die Guidance fürs vierte Quartal war jetzt nicht so sonderlich gut. Sales were up. Ich guck mal ganz kurz. Sales percentage will fall. Okay, ja, okay. Der Gewinn pro Aktie, also der Wachstumsausblick für das vierte Quartal ist nicht ganz so solide. Wir haben zwar die Up-Guidance gesehen, also das Upgrade in Anführungsstrichen fürs komplette Jahr hier, oberhalb der Erwartung, aber fürs vierte Quartal hatte man seitens der Wall Street schon einen Drop hier erwartet, und der wurde jetzt tatsächlich nochmal unterschritten, was von der Wall Street erreicht wird. Also ja, das ist potenzieller Growth Outlook, Eintrübung, also Wachstumsausblick, einfach der da nicht erfüllt worden ist, was diese Abschläge nach sich gezogen hat. Ja, Schlüssellevel, also nochmal, 2,66, ich würde sagen, oberhalb von 2,66 haben wir Potenzial, nochmal einen Lauf in Richtung 2,70 zu sehen zu bekommen. Da müssen wir schauen, ob wir dieses Level zurückerobern. Falls ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass es hier nach einem kurzen Flashout auf der Unterseite eine Rückeroberung eben dieser Trendlinie vielleicht gibt und dass wir eine deutliche Gegenbewegung sehen, die uns zurück in Richtung vielleicht dann auch in den kommenden Tagen 2,90, vielleicht sogar 300 führen. Scheint erstmal im ersten Moment sehr, sehr optimistisch, denn das sind die Ausgangsniveaus der Abschläge von gestern.
Sollten wir auf der Kehrseite hier ganz besonders jetzt die nachbörslichen Tiefs, beziehungsweise jetzt hier die vorbörslichen um 2,61, 2,60 droppen, dann ist eine tiefere Korrektur denkbar, die uns bis in Gefilde 2,50 führen könnte. Also das heißt, ja, dieser Bereich ist schon unterschritten. Ja, 2,50, das ist tatsächlich dann fast korrespondierend, leicht unterhalb, leicht oberhalb in der Fall. Also 2,49 ist es ungefähr, die 200-Tage-Linie könnte es sein, dass wir diesen Bereich anlaufen. Erfordert aber auch das übergeordnete Bild sich eintrübend. Also sobald sich jetzt das übergeordnete Bild, der S&P an der Stelle oder auch der Nasdaq an der Stelle, günstiger präsentieren, würde ich hier nach vielleicht maximal einem kurzen Flashout unter die 2,60 eher eine Gegenbewegung in Richtung 2,70 und höher erwarten. Also schauen wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. Aber grundsätzlich ist es so, übergeordnet vom Bild her ist das Abschlagspotenzial vielleicht nicht so hoch, besonders weil die Earnings als solche wenigstens solide waren, auch wenn, wie gesagt, die Guidance für das vierte Quartal eher schwach war. So, ja, das also zu Salesforce. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, Key Level ist die 2,66, unterhalb R-Test der 2,60, oberhalb R-Test nochmal der 2,70, mit Rückeroberung haltender 2,70, vielleicht sogar Bounce-Potenzial bis in die 2,80, 2,90er Gefilde in den kommenden Tagen dann. Ach, übrigens ein Kandidat, ja, ganz wichtig. Diesem Abschlag, diesen Abgaben von gestern hat sich komplett entzogen, Apple. Also, das ist vielleicht auch immer ganz, ganz interessant in dem Zusammenhang. Ein mega starker Ausbruch auf neue Allzeithochs, der da stattgefunden hat. Also Apple als aktuell weiterhin ausgehend von der Marktkapitalisierung wertvollstes Unternehmen der Welt, auch ein potenzieller Long-Kandidat. Sollten wir, ich guck mal ganz kurz hier, sollten wir vielleicht sogar über diese Hochs von gestern gappen. Gucken wir mal, wo stehen wir. Ja, in der Nachbörse haben wir noch weiter beschleunigt auf der Oberseite und halten jetzt hier den Bereich. Solange wir uns oberhalb von 167, würde ich jetzt mal sagen, halten können. Ist das auch ein potenzieller Long-Kandidat. Also das ist eine sehr, sehr starke Performance. Auch gestern hier, wir haben einen sehr starken Opening-Drive gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, was für ein Grund sich da gefunden hat. Aber also wir haben einen sehr starken Opening-Drive gesehen. Dann kam die Unsicherheit ab 16 Uhr. Drop, aber wir haben relativ zügig eben hier den Rewap zurückerobern können, um 163 laufen, roundabout, ein bisschen drunter. Und haben dann auch sehr, sehr stark den Tag beschlossen. Also trotz dieser übergeordneten Schwäche, das ist ein mega starkes Signal von so einem Market Leader wie Apple an der Stelle. Und sollten wir jetzt hier ganz besonders die 166 halten, beziehungsweise hier die, ja, das Gap, die 167, sehe ich wenig Gründe nicht davon auszugehen, dass wir auch hier einen Run in Richtung 170 und höher zu sehen bekommen. Also Apple ebenfalls ein potenzieller Kandidat, den man auf dem Schirm haben sollte. Verhältnismäßig volatil natürlich durch die unglaublich hohe Marktkapitalisierung, durch die unglaublich hohe Institutional Ownership auch an der Stelle. Also nicht unbedingt ein Titel, von dem man jetzt riesengroße Sprünge erwartet, aber also als Value-Titel an der Stelle ist das schon ein mega starker Move gestern gewesen, der hier stattgefunden hat. Und also wir haben es auch gestern gesehen. Normalerweise gehen da 80 Millionen Stücke am Tag um, gestern 174 Millionen Stücke. Heute Gap Up. Das ist echt stark. Also eher wahrscheinlich neue Allzeithochs und Lauf Richtung 170, als dass es da einen schärferen Drop gibt. Kurz überlegen. Ja, wir sind fast durch, ne? Wir sind fast durch tatsächlich. Mal was ganz kurz gucken. Jetzt haben wir Gold hatten wir, S&P hatten wir, Nasdaq hatten wir, DAX hatten wir. Apple hat nur, beziehungsweise CRM ganz besonders. Ja, schließen wir das Ganze mal mit Bitcoin an der Stelle, wo es eigentlich kein so spektakulärer Verlauf sich darstellt, aber die charttechnisch relevanten Level deutlich erkennbar sind. Also Bitcoin hat gestern ebenfalls natürlich kurzfristig jedenfalls stärkeren Abgabedruck gesehen auf diese Kommentare. Das ist eben kein Inflationshedge, sondern Bitcoin ist an der Stelle eben an erster Stelle ein potenziell spekulative Beimischung eines Portfolios, was dann im Umkehrschluss bedeutet, wenn wir solche eine Volatilität in dem Markt sehen, siehst du eher in einem Risk-Off-Modus Kapitalabflüsse aus solchen spekulativen Bereichen. Wir haben uns aber fangen können, und das ist interessant, wir haben uns fangen können gegen hier diese 56.500er Region roundabout, können die auch bis jetzt halten. Ich möchte jetzt ungerne gegen den Bereich mich long positionieren, weil das insgesamte Umfeld doch sehr choppy seitwärts ist. Aber nach oben haben wir einen Bereich hier, Bereich so Region 59.000 rund gesprochen, also die Region, die wir gestern angelaufen sind, wo ich mir einen Breakout long durchaus vorstellen könnte mit Stop unterhalb der 56,5 an der Stelle, also 2.500, 3.000 Dollar Risiko.
ungehebelt und dann Break über die 59 ebnet definitiv und realistisch den Weg in die Higher 60s. Also das heißt, Bitcoin bleibt ganz klar bullish. Auf der Unterseite sollten wir nochmal ein Flashout zu sehen bekommen. Wie gesagt, 54 bzw. darunter, also der Bereich 52.000, korrespondiert hier mit den diversen Fibonacci-Overlays. Also das heißt, diesen Clusterbereich, diese Trendlinie, das wäre natürlich CRV-technisch am attraktivsten. Sollte der Flashout aber ausbleiben und wir über die 59 laufen, dann wäre das ein potenzieller Breakout, der weiteres bullisches Potenzial an der Stelle eben freisetzen dürfte für Bitcoin. Ja, und soweit wäre es das tatsächlich meinerseits erstmal gewesen. Ich schaue mal ganz kurz in die Chatbox, aber hier sieht alles überschaubar aus bezüglich der Fragen, also keine Fragen offen. Ja, dann wäre es das soweit tatsächlich meinerseits für heute gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr habt ein bisschen was für euer Trading mitnehmen können. Ich wünsche euch Happy Trading, passt eure Stops auf, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, gerne Fragen unterhalb des Videos stellen, wenn ihr weitere Märkte wünscht, die wir betrachten sollen. Und ja, soweit meinerseits. Wir hören uns morgen wieder. Am Donnerstag, dann zum Morning Meeting am 2. Dezember 2021, gemeinsam mit Markets. Und bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.